Ich habe meine Arbeit schon. Nichts ist unmöglich. Sei vorsichtig. Wir müssen noch viel über Oryx lernen. Aha. Das sieht sehr so. Komm wieder, sonst langweile ich mich. Rasputins Fingerabdrücke sind überall auf diesem Platz. Es wird nie genug Hüter geben. Sir Don im Anflug, ID nicht bekannt. Habt ihr Mitleid? Wir helfen dir jederzeit, Warlock. Wir sprechen uns wieder. Ist das alles? Ausgezeichnete Wahl. Der Kampf. So. Nächste Questfortschritt. Jetzt machen. Das war's. Ich muss einen mächtigen, besessenen Minotaurus töten. Also ab auf zu Venus. Also erstmal... Also ihr müsst Folgendes machen. Erstmal müsst ihr, wenn ihr euch die Quest wird euch auch angezeigt, wenn ihr nicht da bei Neue Monarchie seid. Das ist das Erste. Wenn ihr sie angenommen habt, wird er sagen, ihr müsst erstmal Ruf da machen, dann schmeißt er 50 oder ein paar Lichtpartikel eben rein, bis er sagt, ist genug. Dann kriegt ihr den nächsten Schritt und da bin ich jetzt. Mission annehmen und dann geht's weiter. Meine Mission annehmen. Ja, auf dem Turm bei Neue Monarch, bei Kriegsgut der Zukunft. Du musst da zumindest den Geist schon geholt haben. Einmal. Dann dauert's einen Tag. Dann kannst du bis morgen sowieso warten. Laguna hat den falschen Charakter genommen.
Also, hier steht Folgendes. Für diesen Quest muss man erstmal Produce Geist abgeben. Den kriegst du eben nur Paradox, tägliche Mission. Wenn den nicht habt, dann könntest du sowieso vergessen. Nein, da musst du erstmal, er muss erstmal Kriegsgut der Zukunft dich anschließen und eben, wie gesagt, 50 Ruf, 50 Partikel, Lichtpartikel reinwerfen in etwa, dass du genügend Rufschnell hast. Dann einen Major oder besessenen Minotaurus erlegen. Ich muss Minotaurus erlegen. Am besten auf der Venus eh. Dann muss ich dessen Kern zerlegen und so weiter und so fort. Sag Bescheid, wenn ihr fertig seid. Was? Naja, hab ich doch schon angeschaut. Du musst aber eines bedenken. Professor Xavier hat zwar gute Gedankenkraft, aber bloß das Problem ist bei Xavier, er ist auch begrenzt. Wenn einer zum Beispiel sich sehr stark dagegen wehrt. Glaube ich auch nicht. Oh Mann. Laguna. Und am Ende wollen sie Fusion machen. Am Ende wollen sie Fusion machen und dann sagt... Ich bin dein Vater. Dann komm Laguna, fangen wir an, weil er braucht sowieso noch bis morgen. Er kann, muss nicht die tägliche erst beim... Ja, von mir aus, dann lad ein. Achso. Musst du. Geht eben nicht. Musst du eine Woche damit leben. Eine Woche damit leben kann ich.
Lad mal zum Spiel ein. Wir sollen doch erstmal Captain Kackebart helfen bei der Paradox-Mission. Gute Idee. Mach ich das gleich mal mit dem Titan. Ich kann tote Menschen sehen. Wie jetzt? Hä? Wie jetzt? Du bist mir gerade beigetreten? Lol. Oh Gott, das war deine Party-Einladung, die das verursacht hat. Auch lächerlich. Die lachen sich schon halb tot, bevor sie überhaupt das Ende gesehen haben. Kammer. Sie steht für einen der größten Triumphe der Vorhut, die Zerstörung des Konfluxes der Zeit. Ein Sieg über den Kollektivgeist der Vex. Wir empfingen ein Signal von tief aus der Kammer, das mit einer alten Vorhut-Signatur gemischt war. Vex-Technologie unterbricht das Gewebe der Zeit. Falls sich Hüter verirrt haben oder in der Zeit feststecken, dann müssen wir sie nach Hause holen. War die Nachricht, die wir empfangen haben. Sie wollten, dass ich eine Nachricht sende. Die Kreaturen werden bald das Herz der Kammer erreichen. Wenn das passiert, werden sie die Welt nicht. Doch nachdem sie die Welt besessen haben, wird als nächstes das Licht an der Reihe sein. Warte, nicht schießen! Darum bist du hier. Die sind nicht im Kampfmodus. Ich glaube, sie warten auf etwas. Ich weiß, wir gehen nur zum Ersten. Ich habe absolut keine Ahnung, wo ich bin. Mein Name ist Bredith und ich gehörte zu Kabirs Einsatztrupp. Ich hoffe nur, dass jemand das hört. Bredith. Den Namen habe ich schon einmal gehört. Da ist es. Muss man wieder...